gibt so viele Stolpersteine auf unserem Weg als Autor oder als Autorin. Und es gibt nur einen Weg, damit umzugehen. Und den erzähle ich dir heute. Hi, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Ich hatte einen E-Mail-Wechsel mit einem Leser und da ist mir etwas klar geworden und ich fand es so cool, dass ich es mit euch teilen wollte. Und zwar ging es darum, dass diese Person immer wieder Angst hatte oder Angst hat, immer wieder zu stolpern. Sie hat gerade meine Bücher entdeckt und ist darüber gestolpert und hat in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass sie sehr oft stolpert. Und hat mir dann geschrieben, dass sie hofft, dass sie jetzt nicht wieder stolpert. Okay. Und in dem Moment dachte ich, ja, aber du wirst wieder stolpern. Und das habe ich auch geschrieben. Und ich finde, dass wir uns so sehr bewusst machen dürfen, dass das Stolpern einfach dazugehört. Es gibt keinen geradlinigen Weg, es gibt keine Treppe, die nur nach oben führt, wo keine Stufe kaputt ist und wo man zwischendurch, keine Ahnung, wie in Hogwarts, seine nächste Treppe nicht findet oder die nächste Stufe nicht findet oder die nächste, ja, vielleicht fehlt das Geländer an einer Stelle und du fällst komplett runter. Es gibt diesen Weg nicht. Wenn es diesen Weg geben würde, insbesondere für Autoren, dann würden viel weniger Menschen aufgeben. Dann würden viel weniger Menschen bis zu diesem Punkt kommen, an dem sie den Erfolg erreicht haben, den sie im Kopf hatten, als sie angefangen haben zu schreiben. Oder als sie überhaupt sich das Ziel gesetzt haben, Autor oder Autorin zu sein. Und ich frage mich so ein bisschen, woher das kommt, dass wir wirklich davon ausgehen, dass unser Weg von A nach B führt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht wird das von der Schule so vorgegeben. Wenn du gute Noten hast, dann kommst du auf die Schule, auf die du gehen möchtest. Dann kriegst du den Schulabschluss, den du brauchst, um deine Ausbildung anzufangen. Dann bringst du die Ausbildung an, machst die Ausbildung fertig, dann triffst du jemanden, dann heiratest du den, dann baust du ein Haus, dann kriegst du Kinder. Dass wir irgendwie davon ausgehen, dass unser Leben, also gar nicht nur das Autorin sein, sondern unser komplettes Leben diesem Plan folgen kann, der sich einfach genauso erfüllt, wie wir uns das vorstellen. Und wenn wir an einen Punkt kommen, wo der Plan sich nicht mehr erfüllt, wo wir halt stolpern, wo eine Stufe kaputt ist, dass wir dann davon ausgehen, dass es vorbei ist, dass wir gescheitert sind. Da kommt gerade ein ganz süßer Hund. Und ich finde es einfach so wahnsinnig wichtig, dass uns klar ist, dass wir stolpern werden. Dass wir immer wieder hinfallen werden, dass es immer und immer wieder neue Hindernisse gibt, dass sich die Welt ändert, dass wir die Voraussetzungen, die heute herrschen, dass sie in 3 Jahren nicht mehr gegeben sind, dass es schwieriger wird, dass es leichter wird, dass sich alles ändert. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Oder da, ich weiß es immer noch nicht. Und ich glaube, dass wenn wir das einfach akzeptieren, dass wir stolpern werden und dass es diese Stolpersteine gibt, dass es dann viel leichter ist und dass wir dann auch ganz anders mit diesen Hindernissen umgehen. Weil wenn ich davon ausgehe, dass die Sachen schiefgehen können oder es vielleicht nicht davon ausgehe, aber wenn ich das akzeptiere und mir bewusst bin, dass mein Weg nicht geradlinig sein kann, weil ich ja sonst auch nichts lernen kann. Das ist es ja, ne? Wenn ich nicht stolpere, dann kann ich nicht wieder aufstehen. Und wenn ich über einen großen Stein stolpere, dann kann ich nicht lernen, dass ich das nächste Mal drum herum laufe oder darüber klettere. Ich kann nicht wachsen, ich kann nichts lernen, wenn ich keine Stolpersteine habe. Und ich glaube ganz, ganz fest, wenn wir uns bewusst machen, dass wir stolpern, dass es dazugehört, dass wir dann ganz anders damit umgehen, dass wir dann sagen, okay, Stein, da bist du, was willst du mir sagen, wie gehe ich mit dir um?
dass wir es einfach als Teil des Weges anerkennen und akzeptieren, dass es Teil des Weges ist und nicht mit Widerstand darauf reagieren. Denn ich glaube, das ist das ganz, ganz große Problem, dass wir mit Widerstand auf die Dinge reagieren, die sich uns in den Weg stellen. Und im ersten Moment ist das, glaube ich, auch nicht zu vermeiden. Natürlich finde ich es scheiße, wenn irgendwas passiert, was nicht in meinen Plan passt. Logisch, klar. Doch im zweiten Moment darf ich doch darüber nachdenken, ja, warum ist das denn jetzt da und wie kann ich damit umgehen und halt auch einfach akzeptieren, ja, es ist halt da. Der Widerstand, der bringt mich nicht weiter. Der Widerstand sorgt dafür, dass ich aufgebe und dass ich das Gefühl habe, gescheitert zu sein. Und in meinem Fall auch ganz, ganz oft, dass ich das Gefühl habe, einfach nicht gut genug zu sein, dass dieser Stolperstein sich nur mir in den Weg stellt, dass nur ich diejenige bin, die sich mit diesem Hindernis auseinandersetzen muss, dass es bei allen anderen total glatt läuft, aber so ist es nicht. Es ist nicht so. Bei allen anderen sind es vielleicht andere Stolpersteine und oftmals aber auch genau die gleichen. Nur wir sehen das von außen nicht, weil wir immer nur darauf gucken, was ist denn bei den anderen besser. Aber wir alle haben diese Stolpersteine im Weg und wir alle dürfen lernen, damit umzugehen. Und wir alle dürfen uns trotzdem gut genug fühlen, wenn etwas nicht so läuft, wie es unserer Meinung nach, ganz wichtig, wie es unserer Meinung nach laufen soll. Denn dieses unserer Meinung nach kommt ja von einer Person, die dieses Ziel noch nicht erreicht hat. Das ist so wichtig. Wenn du mal zurückguckst auf die Person, die du vor einem Jahr warst oder vor zwei Jahren warst, diese Person hatte keinen Plan von dem Leben, was du heute führst. Diese Person hat keinen Plan, wie man dorthin kommt, wo du heute bist. Und genauso haben wir keinen Plan, keinen wirklichen Plan, wie wir dorthin kommen, wo wir hinwollen, weil wir dieser Mensch noch nicht sind, weil wir nicht wissen, was dieser Mensch erlebt haben muss, um dieser Mensch zu werden. Und dazu gehören einfach die Stolpersteine. Die sind einfach so wahnsinnig wichtig dafür, dass wir wachsen. Und dass wir auch das Vertrauen haben, dass wir mit solchen Sachen auch umgehen können. Und ich glaube, dass das auch den Erfolg ausmacht. Und dass genau das Erfolg ausmacht. Und dass wir den Weg, den wir gehen, so nehmen, wie er ist. Im Sinne von, dass wir ihn gehen und dass wir nicht stehen bleiben wenn ein Hindernis kommt und dass wir nicht liegen bleiben, wenn wir stolpern, wenn wir hinfallen, sondern dass wir wieder aufstehen und dass wir die Hindernisse nehmen und sie zu etwas machen, dass wir sie zu einem Teil des Weges machen, auf den wir zurückblicken wollen. Denn, sind wir mal ehrlich, wir wollen doch nicht auf einen Weg zurückblicken, der einfach super easy war. Wer will denn das? Wir wollen doch auf einen Weg zurückblicken, über den wir erkennen, das war krass und das war schwierig, aber ich habe das geschafft. Ich war stark genug. Ich habe es hinbekommen. Das ist doch der Weg, den wir gehen wollen. Vielleicht wollen wir ihn nicht gehen, weil er sich in vielen Momenten schwer und hart anfühlt. Aber wir wollen ihm gegangen sein. Und wir wollen zu diesem Menschen werden. Wir wollen dieser Mensch sein, der diesen Weg gegangen ist. Ansonsten können wir auch direkt vor der Glotze auf der Couch sitzen und warten, dass das Leben vorbei ist, denke ich. Okay. Was sagst du dazu? Stimmst du mir zu oder hättest du am liebsten gar keine Stolpersteine auf deinem Weg? Fühlst du dich wirklich gescheitert, wenn du an solche Stolpersteine kommst? Das ist mir ganz wichtig, weil das ist für mich so ein spannender Punkt, dass ich wirklich immer das Gefühl habe, alle anderen haben diese Probleme nicht. Nur ich habe diese Probleme. Und das liegt einfach daran, dass ich nicht gut genug bin. Deswegen habe ich diese Probleme. Ach, diese Erkenntnisse sind so krass, wenn man diese Erkenntnisse einmal hat, dann kann man damit arbeiten. Das ist so faszinierend. Ich liebe, 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 liebe es. Okay, und jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag. Denk daran, du bist gut genug, du bist toll und du hast es verdient, deine Träume zu leben. Also bitte, 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 lebe deine Träume.